Okay. Mitten bei der Aufnahme ist mein PC abgeschmiert. Die gute Nachricht ist, ich habe den Boss nicht besiegt und es ist nichts weiter wirklich Signifikantes passiert, außer dass ich mir Blutfusion gefarmt habe und ein paar Blitzpapiere gekauft habe. Schlecht ist, meine Original-Stimmaufnahme von dem Anfang des Partes ist verschwunden. Ich konnte sie irgendwie nicht wiederherstellen. Was irgendwie merkwürdig war, bei dem Amygdala-Kampf war es genau andersrum. Ich konnte die Videoaufnahme nicht wiederherstellen und dafür hatte ich die Stimmaufnahme. Hier habe ich jetzt die Videoaufnahme, aber nicht die Dingsaufnahme. Was eigentlich das kleinere los ist, weil wieder aufnehmen von der Stimme her ist besser als dieses Spiel wieder aufnehmen, also bestimmte Segmente dieses Spiels, weil dieses Spiel autospeichert und das ist ein bisschen schwierig. Nun gut. Ignorieren wir die hier. Und stürzen uns erneut in den Kampf. Ihr habt nichts verpasst. Wirklich nichts. Ich bin in die zweite Phase gekommen, zwar ein paar Mal. Und wurde ein paar Mal öfter platt gemacht. Du brauchst mich nicht extra plattwalzen, demonstrativ. Aber ansonsten ist nichts passiert. Und da bin ich schon wieder tot. Ich bin auch ein bisschen raus gewesen jetzt. Es ist immer eine gute Weile vergangen, in der ich Blutjungen gefarmt habe, weil ich erst eine sehr blöde Methode gemacht habe. Aber dann habe ich eine richtig gute Methode entdeckt, die eigentlich richtig schnell geht. Oh je. Insgesamt abwarten und sehen, ob ich dem Boss jetzt gewachsen sein werde. Ich hatte ein paar ziemlich gute Runs, muss ich sagen. Ich werde aber nicht alle zeigen. Das Video würde zu lang werden. Also ich habe gute 35 Minuten aufgenommen und ich glaube, mindestens 20 davon sind der Kampf gegen den Boss. Es wäre noch ein bisschen mehr gewesen, aber ihr versteht schon, ich hänge ein klein wenig bei diesem Boss. Oder an diesem Boss. Manchmal macht er mich einfach so platt, manchmal weniger einfach so. Aber ich denke mal, insgesamt kann ich zufrieden mit mir sein. Jetzt nur wieder ein bisschen mehr rausbekommen. Sowas hier heilen. Mir war klar, dass er ein zweites Mal schlagen würde. Und auch der dritte Schlag. Diese Rush-Attacke, meine Nemesis-Attacke. Er hat noch eine fliegende Rush-Attacke, die ich kennenlernen durfte, zu meinem Leidwesen. Ich habe gerade mal das Beste aus meiner Angriffskraft rausgeholt. Das gerade war der optimale Schadensmeter, den ich ihn anhaben konnte. Diese Headbutt-Attacke kommt sehr schnell. Oh nein. Die Attacke verursacht Wahnsinn. So, jetzt wird er wieder seine Aura aktivieren. Oh, ein Eingeweideangriff. Das ist das erste Mal. Gelingt er? Er gelingt. Ich frage mich, ob er jetzt eine Explosionsattacke auch machen wird. Nein, er tötet mich einfach instant. Ist auch okay. Nach dem Eingeweideangriff hat er entschieden, dass er einfach keinen Bock mehr auf mich hat. Was ja okay ist. Hey, ich würde ihn auch gerne in Ruhe lassen. Ebrita ist das Monster aus dem Labyrinth. Von den Grabsuchern Bergenworths gefunden, Gesandten von Meister Willem, führte dieser Großartige zur Anrufung des Kosmos und zur Erschaffung des Wiedergeborenen. Ein Versuch, Großartige zu werden und mit ihnen zu kommunizieren, da es noch weitere gab. Unter anderem
wenn ich das richtig interpretiert habe, Amygdala. Wieso sind es eigentlich immer die Kämpfe gegen Großartige, bei denen bei mir die Capture-Software abschmiert? Nein, der PC. Es ist ja mehr als nur die Capture-Software gewesen. Ich will wirklich den Körper anvisieren. Nichts anderes. Wie schön das ein Katzenbuckel macht, wenn er den langsamen Headbutt macht. Auf die Weise kann ich unter seinem Körper sein und trotzdem nicht von der Attacke begraben werden. Okay, hab's kapiert. Ich bin ein bisschen zu aufdringlich, ja? Aber hey, wir können über alles reden. Das war ein Instant-Kill. Na, eher ein Attacken-Kombi-Kill. Erst ein Schlag und dann sofort ein Rush. Der kam aber reichlich plötzlich. Wenn ich nur in der Lage wäre, ein klein wenig vorsichtiger zu spielen. Ich schätze mal, da muss ich ein paar Runs ohne mein Blitzpapier machen. Sollte eigentlich dafür sorgen, dass ich ein bisschen vorsichtiger gegen sie angehe, weil es länger dauert, sie zu besiegen. Und weil ich nicht auf einen kleinen Zeitdruck ausbringe. Also werde ich nur diese zwei Blitzpapiere verbrauchen, dann werde ich ein paar Runs ohne machen. Und das Ganze schneiden wir einfach zu einem guten Ganzen zusammen. Ein paar Versuche in dem Video. Das meiste wird nicht gezeigt werden. Wahrscheinlich auch dieses Gespräch nicht. Wir werden sehen. Im Allgemeinen ist das Heranlaufen irgendwie besser als das Ranschleichen. Oh Mann. Du solltest eine Nahkampfattacke machen. Wäre ich dir sehr verbunden gewesen. Du wolltest nicht angreifen, wie ich es wollte. Ich hab's schon kapiert. Ich dachte schon, ich wäre zu früh ausgewichen. Aber es hat gepasst. Wieder mal von einem Seitententakel erwischt. So oft bei dieser Attacke. Werde ich einfach nur von irgendwas Strafenden erwischt. Diese schnelle Headbutt-Attacke, wegen der ziehe ich mich eigentlich immer so ein bisschen zurück, nachdem ich meine Schläge gemacht habe. Diese Headbutt-Attacke ist es eigentlich weniger. Oh Mann. Lass mich ein bisschen heilen. Apply my bold paper. And everything's gonna be fine and dandy. Verdammt, nicht ausgewichen. Das ist jetzt aber ein freier Angriff gewesen. Okay, das ist eher ein freier Tod. Und du greifst sofort mit deinen heftigsten Attacken an. Dieses Zurückfliegen mag ich von ihr eigentlich sehr gut. Ich glaube, es ist eine Sie nebenbei. Damit komme ich in der Regel eigentlich ziemlich gut klar. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Weitspuckattacke hat. Klar, ich kannte die eine Spuckattacke, aber ich wusste nicht, dass es eine zweite hat. Ich kann ja auch mal Feuerpapier probieren. Ich werde immer von der Seite erwischt. Okay, da hat sie ein bisschen gezuckt. Eingeweideangriff. Die Musik geht nicht in die zweite Phase. Nur sie selbst. Feuer zieht auch eine ganze Menge. Ich glaube, das zieht sogar mehr. Jetzt hat sie wieder diese Körperschaden-Aura um sich herum. Das da ist meine offizielle Hassattacke, weil ich nicht weiß, wie ich da entgehen soll. Ich muss, glaube ich, rennen. Feuerpapier macht mehr Schaden. Interessant. Ich muss rennen. Und zum Rennen muss ich sie abvisieren. Das heißt, wenn sie in die Luft fliegt, muss ich sie abvisieren und zur Seite rennen. Es gibt keinen anderen Weg.
ein bisschen blöd ist, aber komme ich insgesamt mit klar. Und du schadest mir auch noch. Ich kann den Schaden nicht wieder rückgängig machen. Das missfällt mir ein bisschen. Das Wesen, das hinter der Kathedrale, hinter Vikarin Amelia hauste. Na gut, auch ein bisschen unter, weil wir fahren ein bisschen tiefer als dieser Kathedralboden, der da war. Vielleicht werde ich einfach mal schleichen. Die Tentakel oben am Kopf, die fallen mir irgendwie am wenigsten auf. Tatsächlich jetzt erst das erste Mal. Aha. Das bist du total in der Rundum-Attacke. Oh, bei dieser Attacke muss ich ja auch abvisieren und rennen. Das geht ja schon gar nicht mehr anders. Na gut, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das mehr Schaden macht. Aber mehr als ohne. Das steht fest. Ich glaube, hinter mir ist eine Mauer irgendwo. Ich muss hier öfter voll geheilt sein. Ja, ich wollte eine Attacke baiten. Wenn sie auf dem Boden ist, auch mal den Kopf anvisieren. Ich visiere ihn zu selten an. Eigentlich nie wirklich. Okay, da zeigt mir der Kopf, hey, ich bin präsent. Bist du schon soweit? Aber du hast deine Aura noch nicht errichtet. Nein, du machst die Attacke einfach. Du hast also doch quasi drei Phasen. Zeig dich in deiner nächste zu hauen. Diese Greifattacke, die ich nie zur Vollendung gesehen habe. Ich wusste, du greifst genau dort an, wo ich stehe. Da kann ich keinen Angriff dran setzen an die Attacke. Verdammt, erwischt. Das macht ja auch Schaden. Ist mir nie aufgefallen. Und wie immer erwischt. Das ist eine Tradition, von dieser Attacke erwischt zu werden. Kann ich ranlutschen an dieser Attacke? Offenbar. Ich habe es geschafft. Aber ich konnte keinen Angeweideangriff nachsetzen. Diese Attacke kommt mir einfach viel zu plötzlich, die Rennattacke. Ich bin nicht sonderlich gut im Ausweichen von der. Oh, da kommt sie ja schon wieder, natürlich. Ich frag mich, ob man irgendwas von ihr kontern kann. Ja, die Durchdrehattacke. Hatte sie nicht vier Schläge? Oh, die Attacke. Okay. Konnte die ausweichen, sogar der Follow-up, die sie zwischendurch gemacht hat. Hat sie sich noch mehr Blut getränkt? Oder diese Aura wirkt nicht ewig? Das kann auch sein. Okay. Komm schon! Mein Papier ist alle. Meine Blutfiolen auch gleich. Auf den Kopf ein bisschen. Nicht gierig werden. Komm schon! Schlagen! Das war's! Ja! Das haben wir geschafft. Ebritas. Erledigt. Die Tochter des Kosmos.
Für einen Kelch. Naja, Migdal aber auch für einen Kelch. Puh. Ich kenne nebenbei den Soundtrack von ihr. Den Soundtrack des Spiels insgesamt. Und muss sagen, dieser Soundtrack, ich werde ihn einfach noch weiterlaufen lassen. Ihr hört ihn ja jetzt, weil er wäre noch ein bisschen klein, ein bisschen epischer weitergegangen. Wobei es mich an den Final Fantasy Trailer erinnert, der letzte Teil. Aber ganz einfach, damit ihr es seht. So, das wäre geschafft. Eine Blutfiole übrig. Das Feuer hat's gemacht. Und wehe, mein Computer ist abgestürzt. Ich gucke nach. Ich gucke nach. Es läuft alles. Es läuft alles. Und ich will den Part so schnell wie möglich jetzt beenden, damit auch alles gespeichert wird. Da muss ich nur die erste Hälfte nachsynchronisieren und das war's dann. Immer noch rum. Stand dieses Untersuchen da schon immer? Ich glaube, das wurde vorher von Ebritas versperrt. Alter, Fleisch anbieten. Reiße ich mir jetzt ein Stück Fleisch raus? Für diesen Fleischfetzen fließt die Zeit rückwärts. Warte mal. Das Fleisch der Königin Annalise? Habe ich sie gerade wiederbelebt? Ihr Tod ist also total... Sorry. Ihr Tod ist also total reversierbar? Also... Da habe ich ja nichts Böses getan, was das angeht. Ein Glück, dass ich sie getötet habe, bevor ich hier war. Sonst hätte ich das nie rausgefunden. Wobei, ich muss noch überprüfen, ob es das wirklich ist. Aber was für ein Fleischfetzen hätte ich sonst aufgenommen? Das muss es gewesen sein. Also... Erstmal zurück in den Turm des Jägers, aber da sehen wir uns im nächsten Part, denn dieser hier geht lang genug. Danke fürs Zusehen, kommentieren nicht vergessen. Dragliners, over and out. Tschüss.